Einen großen Applaus für David Stockenreitner. Hallo. Hallo. Mein Name ist David Stockenreitner. Ich kenne leider keine berühmten letzten Worte, weil ich bin noch nicht tot. Ja, ich bin österreichischer Millennial-Comedian. Ich benutze ironische Arroganz als Stilmittel, um dahinter meine echte Arroganz zu verstecken. Ja, damit hätten wir das Thema letzte Worte auch abgehandelt. Sehr schass. Ich komme aus Wien, der Stadt des morbiden Humors. Und die morbideste Form des Humors ist das Zeugen von Kindern. Kinder, wer es nicht kennt, das sind diese Kinder, sind diese unfertigen, kleinen, lauten Wesen, die im Idealfall mit der Zeit immer größer und leiser werden, aber die bis dorthin ihren Eltern sämtliche Lebensträume kaputt machen. Weswegen ich Kinder irrsinnig sympathisch finde. Weil für mich gibt es nichts Schöneres, als zu beobachten, wie die Seele von Eltern so langsam zum Bröckeln beginnt. Ich mag Kinder. Also, na wirklich. Wenn ich Kinder hätte, dann würde ich mich darum kümmern, als wären es meine eigenen. Aber ich will keine Kinder, also, obwohl ich Kinder liebe, natürlich noch im legalen Rahmen. So katholisch bin ich auch wieder nicht erzogen worden. Aber ich glaube einfach, dass ich für Kinder nicht der geeignete Mensch bin, weil ich immer so gedacht, als Vater muss man so stark sein, weißt, der Fels in der Brandung, ja, das bin ich halt nicht. Ich bin kein Fels in der Brandung, ich bin eher so ein Zigarettenstummel im Klo. So wie die meisten da herin. Also wenn ich mir euch so anschaue. Das ist jetzt auch überhaupt keine Beleidigung, sondern das ist einfach eine sehr realistische Herangehensweise ans Leben. Weil was heißt das, wenn man ein Zigarettenstummel im Klo ist? Das heißt, die Leute pissen dir ins Gesicht, sie scheißen dir auf den Kopf, du schaust auch dementsprechend aus, aber untergehen tust trotzdem nicht. Also wirklich, wenn ich Kinder hätte, dann würde ich mich natürlich darum kümmern. Ich würde dem Kind seine Fragen beantworten, weil Kinder sind ja auch neugierig. Und wenn das Kind jetzt zum Beispiel zu mir kommt und fragt, Papa, warum gehst du so komisch? Dann würde ich ihm wahrheitsgemäß antworten, das liegt in der Familie. Ich gehe deshalb so komisch, weil ich in deinem Alter meinen Papa einmal zu oft gefragt habe, Papa, warum gehst du so komisch? Und jetzt sei leise und hör auf, an deinem Käfig zu rütteln. Ja, es ist, ich habe Gehbehinderung, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, beim Einergehen. Und da ist es ganz interessant, wie Kinder und vor allem ihre Eltern auf so eine Behinderung reagieren. Da ist mir letztens in Wien eine Mutter entgegengekommen mit ihrem kleinen Sohn, der wird so 6, 7 Jahre alt gewesen sein. Und die Mutter halt das Handy am Ohr, voll Stress. Also die Mutter hat wirklich 1 Million Stress gehabt. Und auf einmal zeigt dieses Kind so auf mich und sagt, Mami, was hat denn der Mann? Und die Mutter schaut gar nicht hin und sagt, der ist behindert oder so, weiß ich nicht. Und ich drehe mich dann zur Mutter um und sage, aha, dann wissen Sie es also doch. Und die Mutter und das Kind schauen mich fassungslos an. Und ich bück mich dann zum Kind hin, gehe so rüber, bück mich runter, schaue dem Kind in die Augen und mache BUM! Probiert es das einmal aus beim Kind, das ist total schön. Weil wenn man das macht, dann sieht man ein Naturschauspiel, dagegen kann der Discovery Channel scheißen gehen. Weil
Erstens einmal kommen dem Kind die Tränen in die Augen, weil das Kind hat ja gerade Aua gekriegt in der Seele von mir. Und dann siehst du, wie aus den Augen des Kindes sämtliche Hoffnung und sämtliches Vertrauen in die Menschheit einfach verschwindet. Die geraten dann alle auf die schiefe Bahn und studieren Jura. Das ist... Und die Mutter dann völlig perplex: Wie können Sie es wagen, mein Kind so zu erschrecken? Ich gehe zur Mutter hin, ganz knapp, und sage: Wieso, was haben Sie denn? Das Erlebnis können Sie doch irgendwie in die Kindererziehung integrieren. Hm? Können Sie dem Kind Schauermärchen erzählen, so wie zum Beispiel: Wenn du heute nicht brav bist, kommt in der Nacht der Invalide. Und er wird dich mitnehmen in seine Höhle. Und dafür wird auch noch staatliche Unterstützung kassieren. Danke, mein Name ist David Stockenreitner. Ich habe euch sehr lieb.